Leute, herzlich willkommen. Mais Selbstanbau Teil 2. Viel Spaß dabei. Mahlzeit, Freunde. Teil 2 von meinem Mais. Ihr seht, mein eigentliches Maisfeld, was vorher hier war, ist weg. Ich habe es abgetragen, weil ich auch die Erde gebraucht habe, aber ich habe ein neues gemacht, nämlich hier. Hier kommt jetzt mein Mais rein. Hier kommt jetzt erst nochmal normale Pflanzerde oben drauf, dann so ein bisschen. Ein einziges Maisstängelchen konnte ich retten. Das habt ihr da gesehen. Das ist traurig, leider Gottes, dass ich nur ein einziges retten konnte. Aber es ist nur ein einziges draus geworden. Der Rest ist komplett kaputt. Ich weiß nicht warum, aber da ist auch nichts mehr von zu finden. Also es ist schon merkwürdig. Auf jeden Fall mache ich jetzt hier dann mein neues Feld quasi. Ich muss halt hier noch ein bisschen die Kanten schneiden und so. Das werde ich gleich auf jeden Fall noch machen. Und dann kommt dann auch die normale Erde oben drauf, die Pflanzerde quasi. Ja, und dann kommt der Mais da rein. Und dann bin ich mal gespannt. Ich lasse mich mal überraschen. Ja, Leute, ich habe noch eine kleine Neuigkeit. Eine Neuerung, sagen wir mal so. Ich werde es zweierlei versuchen. Einmal in dem neuen Beet da hinten mit der Erde hier. Und dann einmal vorziehen. Und zwar hier in diesem Behältnis. Ihr seht, es sind 20 Stück. Ich weiß nicht, ob ich noch genügend Mais habe. Ja, sollte reichen. Und das werde ich nach drinnen tun, wo es warm ist. Und dann muss ich mal überlegen, wo ich den hin tue, wenn der fertig ist. Weiß ich noch nicht so genau. Aber ich werde es einmal, wie gesagt, da hinten probieren und dann natürlich einmal hier. Und die Erde. Ja, könnt ihr sehen, 20 Liter. Sollte erstmal reichen, denke ich. Und ich würde sagen, dann legen wir los. Ja, Leute, also, wie ihr sehen könnt, der Mais ist drin. Der Mais ist hier drin und ich habe mich eben schon gewundert bei Blumen, warum die Erde so mega stinkt. Also das ist bestialisch. Da ist gegen die Gülle auf dem Feld nichts. Also die Erde stinkt so bestialisch, aber da ist Mist mit drin. Deswegen. Als Dünger quasi. Den einen habe ich auch wieder da eingepflanzt. Und ja, jetzt sind überall hier, wo Stöcke sind, ist hier Mais. Sprich, 8 Stück. Und dann geht es jetzt daran weiter. Und da würde ich sagen, gehen wir zum Tisch. So, ja, wie ihr sehen könnt, sind die ganzen Maiskölbchen, die Maissamen quasi jetzt hier drin, 20 Stück an der Zahl. Ich werde das noch ein bisschen anders machen. Ich möchte die ja mit reinnehmen. Das heißt, ich werde die nicht hier drin lassen, sondern ich werde die hier reinsetzen. Und dann kann ich die nämlich auf den Balkon setzen. Da bin ich mal gespannt, weil da habe ich eigentlich relativ viel Sonne. Bin ich mal gespannt, wie schnell das geht. Also ich lasse mich überraschen. Ich werde euch auf dem Laufenden halten und wenn euch das Video gefallen hat, dann drückt gerne einen Daumen nach oben. Schreibt was Nettes in die Kommentare und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Also, macht's gut. Haut da rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.